So, wir sind zurück und ich habe vergessen, in den Spectator-Modus zu gehen. Ah, Spectator. So, ich habe ja gesagt, angekündigt, gedroht. Ich habe gedroht, dass wir diese Folge eventuell irgendwann im Laufe der Folge das totale Chaos ausrufen in diesem Projekt. Das totale Chaos heißt, in dem Fall werden in jedem beschissenen Kontinent dieser Erde Bürgerkriege starten. Weil ich einfach noch ein bisschen Chaos haben möchte. Afrika ist in der Zwischenzeit übrigens in Sizilien gelandet. Und... ja, in Italien läuft die Offensive nach wie vor noch. Beziehungsweise die Naval Invasion bei Rom. Na, Afrika, Südamerika, Spanien. Passt das gleich. In Spanien läuft das Ganze auch nach wie vor. Granada wird noch gehalten aktuell. Das ist aber ein richtig hässlich. Ich weiß nicht genau, wie das geht, dass sie diesen Streifen halten. Aber ansonsten überall zurückgepusht worden. Auch hier oben halten sie noch das Eck. Aber natürlich da überall Versorgungsprobleme, zu wenig Divisionen. No, da ist überall hier Kacke am Dampfen. Man wird hier auch immer weiter zurückgepusht. Einzigen ist Asia, die schaffen das nicht so wirklich. Das ist so ein bisschen Krise bei den Asiaten. Da was draus zu schlagen aus der afrikanischen Großoffensive. Wenn wir mal kurz gucken, auch im Krieg selber. Bei der European Union sehen wir, dass Afrika 55 hat, Asien 44. Er gibt 99. Ah, North America hat einen kleinen Anteil. Nichts Großes. Lol. Euer Ernst? Ich kann Dings nicht spectaten, so richtig. Ist halt so assi, Alter, wirklich. Haben die hier komplett alles vollgeballert mit Truppen hier, die Europäer und die Asiaten und die Afrikaner, ey. Truppentechnisch ist ja Asien komplett überlegen aktuell. Da geht ja wirklich nichts dran vorbei. Europa verteidigt jetzt Messina. Relativ hohe Naval Base. Landverbindung. Rückeroberung Siziliens ist ein Auftrag gegeben worden hier soeben. Wie wir sehen können. Das macht ihr ganz, ganz toll. Also das hier nicht der Flug. Ah, wobei man tritt hier auch weiter. Aber das schafft man nicht ganz aktuell. Hat's probiert. Hat aber nicht funktioniert. Ja, wäre interessant, ob da nochmal eine große europäische Gegenoffensive kommen könnte. Aber... das Ding ist halt, die haben halt auch so viele Truppen an den Küsten stationiert, ne? Und das man seht hier, so ganz Großbritannien, Irland. Hier oben all die Gebiete, da stehen tonnenweise Soldaten rum. Und durch die relativ hohen Verluste, die die Europäer auch aktuell erleiden, ist natürlich auch so schwierig, die Verluste wieder auszugleichen. Oh, mal Waffen produzieren ist das eine, aber unendliche Waffen zu produzieren, weil alle verrecken, ist das andere. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Wir greifen hier an. Die Asiaten sind es auch immer, die hier angreifen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, könnt ihr mal gucken. Die Divisionen, die angreifen, verlieren immer deutlich schneller die Organisation, als die, die verteidigen. Und man sieht immer so, wenn ihr dann guckt, quasi, dann sieht man hier, okay. Organisation hier ist niedriger als da, also auch wenn die jetzt nicht kämpfen, so jetzt hat, ne, seht ihr ja. Niedrige Organisation, der grüne Balken. Volle Organisation, dann quasi schon selbst erklärt, wer da angegriffen hat. Das ist immer eine ganz nette Sache, falls ihr euch da nicht ganz sicher sein solltet. Des Weiteren stecken die Asiaten jetzt hier auch in der Krise. Das ist ein Hin und Her, das könnte hier ewig so weitergehen. Das könnte hier so lange weitergehen, bis eine der zwei Seiten keine Manpower mehr über hat. Einfach weil die Versorgungssituation hier so schlecht ist, hier in diesem Mittelbereich. Und da wird sich auch nichts daran ändern, weil da die Kontrolle immer wieder switcht. Einmal die im Besitz, einmal die im Besitz. Deswegen werden die da auch, glaube ich, nichts bauen. Und die Europäer wurden aus Sizilien vertrieben. Ging jetzt relativ einfach am Ende. Größte Armee, aber auch die schwächste. Irgendwie. Die größte und schwächste Armee. Und hier wird es jetzt auch enger. Murcia und Alicante sind gefallen. Oder Murcia. Murcia. Irgendwas mit ihr. Ist gefallen. Erobert von den Feinden Europas. Die haben jetzt nur noch Malaga als Hafen. Malaga. Und wenn sie Malaga verlieren, dann war es das endgültig. Und selbst jetzt ist es schon schwierig, weil eben, wie schon gesagt, die afrikanischen Schiffe haben hier die Seehoheit. Und für Europa wird das nicht gut ausgehen. Hier geht ja wirklich gar nichts. Ich würde sagen, wir machen jetzt schon mal Folgendes. Ich schaue es nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt hier 12,91 Millionen Mann im Feld. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Europa hat auch 9,79 Millionen und Afrika ist hier einfach abgeschlagen mit 4,84.
Und die fangen jetzt auch langsam an, ihre Truppen auszuheben. Also sie haben eine maximal verfügbare Bevölkerung von 1,25 Milliarden. B steht für Billions. Billions im Englischen steht für das deutsche Milliarden. Aden ist gerade kleiner geworden. Schauen wir das noch ein bisschen an. Aber ich höre im Hintergrund Gerüchte, dass Bürgerkriege rodeln und brodeln in den Kontinenten. Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier passiert? Europa bricht auf einmal durch. Europa ist auf einmal komplett durch die afrikanischen Linien gebrochen. Oh, shit. Aber da könnte es, ja, da ist eine Einkesselung. Oh, das war jetzt. Also Europa hat es geschafft, durch die afrikanischen Linien zu brechen. Hat hier mit zwei Divisionen, mit zwei Infanteriedivisionen versucht, die eingekesselten Truppen zu unterstützen. Hat nicht ganz funktioniert. Jetzt kommt die afrikanische Gegenoffensive. Also da hat man nicht ganz, da hat man kurz nicht aufgepasst in Afrika, während man sich hier weiter am italienischen Schuh hocharbeitet. Und Rom hält. Das sind die wichtigsten Ereignisse hier. Hier unten tut sich nach wie vor gar nichts. Das ist das ewige Langeweilen. Und was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist, wir machen jetzt folgendes. Tag One. Huch! Wir machen jetzt zwei Bürgerkriege. Wir beginnen mit zwei Bürgerkriegen. Und zwar in Nord- und Südamerika. Einfach um da ein bisschen mal in Action reinzubringen, weil ich das total langweilig finde. Und die Bevölkerung ist auch am Aufruhr schmeißen. Also wir sehen, wir haben hier relativ große Krawalle aktuell in diesen amerikanischen Nationen. Einfach, weil die Bevölkerung halt des Krieges leid ist und es nicht gut findet, was hier aktuell passiert. Dass es einfach keinen wirklichen Sieger gibt. Und da wir hier alles demokratische Nationen haben, werden die Bürgerkriege alle von Nationalisten, von Faschisten gestartet. Und zwar mal hier. Oh, die waren aber richtig pisst. Die waren richtig pisst. So. Aber hier auch. Oh, die sind auch richtig pisst. Oh Gott, oh Gott. Die sind auch richtig pisst. So, und natürlich müssen wir auch Folgendes machen, weil die sind natürlich auch im Krieg mit allen Nationen. Ne? Das ist ja natürlich logisch. Müssen wir nur kurz gucken dann. Wir machen jetzt wieder Spektatore. Schauen wir mal ganz kurz, ob die hier auch einfach per Entscheidung einfach den dritten Weltkrieg, ja, können sie auch machen. Das werden wir auch gleich übernehmen. Das mache ich jetzt ganz kurz. Ja, das wird jetzt spannend. Ja, die sind jetzt dann auch gleich im Krieg mit allen. In wenigen Sekunden sollten sie eigentlich jetzt hat. So, es ist natürlich spannend, ne? Die werden jetzt natürlich ein bisschen die Kontrolle über die Nation übernehmen. Huch, da hat sich das Spiel gleich komplett verabschiedet. Also Nord- und Südamerika versinken jetzt im Bürgerkrieg. Das könnte den anderen Kontinenten natürlich auch noch passieren. Pazifik passieren? Passieren natürlich. Es könnte den anderen Kontinenten natürlich auch noch passieren, dass sie auch noch im Bürgerkrieg versinken. Die South American Republic gegen die Imperial South America. Das Imperial South America. 98 Divisionen zu 6, das ist komplett ausgeglichen. 96, 232, 233, das ist komplett ausgeglichen. Die haben beide 1 zu 1 die gleichen Divisionen, die gleichen Manpower, die gleichen Fabriken wahrscheinlich auch noch. Ist noch gerade ein bisschen buggy hier, wenn man zu weit rauszoomt. Das kommt vor. Das wird jetzt spannend. Also das wird jetzt hier spannend, wer diese Bürgerkriege für sich entscheiden kann. Die North American Federation oder eben doch das North American Empire. Hat das Auswirkungen auf die restlichen Nationen? Also schaut man da jetzt ein bisschen beängstigt rüber nach Amerika? Und vor allem auch, kann eine der zwei amerikanischen Nationen da einen Vorteil draus schlagen? Imperial South America und North American Empire. Schaffen die das, Vorteile draus zu schlagen? Und bleibt es dann auch wieder bei dem Stillstand hier in der Mitte? You never know. We will see. Auf alle Fälle das North American Empire. Wie gesagt, die haben gleich viel Divisionen. Aber das North American Empire hat hier sehr taktisch klug ihren Bürgerkrieg gesetzt. Die South American Republic hat jetzt zwei Probleme. Problem 1 ist nach wie vor Afrika. Problem 2 ist eben der Bürgerkrieg. Aber das scheint mir hier relativ schnell vonstatten zu gehen. Dann schauen wir wieder nach Europa rüber. Wo die Europäer versuchen, ihre geringen Gebietsgewinne irgendwie zu halten. Die sind hier auch abgeschnitten eigentlich, ne? Wir haben zwar ein paar Crossings, wo wahrscheinlich auch ein bisschen Versorgung transportiert werden könnte, aber alles in allem nichts Großes.
Alles in allem nichts Großes. Und hier, das kennen wir schon, hin, wieder zurück, hin und wieder zurück. Jetzt gibt es hier größere Offensiven. Der Europäer sogar erfolgreich, oder was? Tatsache, die Europäer drängen hier im Gebirge zurück, oder? Aber da kommt jetzt Verstärkung für die Asiaten. Die keine Ahnung, welche. Ah, zu langsam. Gebirgeoffensive. Mit den Einheiten kannst du vergessen, das wird nicht funktionieren. Das sollten sie verteidigen können. Die anderen Offensiven der Europäer gelingen hier nicht. Die Asiaten sind auch am Angreifen. Also das ist hier wirklich ein sehr kontinuierliches Hin und Her. Aber hier oben sind sie scheinbar irgendwie durchgekommen mal irgendwann. Ich weiß noch nicht wie, weil sie da offiziell gar nicht hin können, aber... Interesting. Irgendwie haben sie es geschafft, da oben hinzukommen. Keiner weiß wie. Afrika wird zurückgepusht aktuell von Asien. Die Asiaten machen ein bisschen den Afrikanern das Leben zur Hölle jetzt aktuell. Aber die Europäer sind ja auch etwas stabiler geworden jetzt, ne? So gegen Afrika. Da sind auch nicht mehr die großen Verluste zur Rechenschaft. Und die South American Republic kämpft nach wie vor. Und auch die North American Federation halten noch die Stellung. Beide Seiten sind zwar unterlegen in diesem Bürgerkrieg, die Faschisten haben hier die Kontrolle übernommen in Großteilen der Länder, aber keine von beiden Nationen gibt aktuell auf. Das ist auch sehr erfreulich zu sehen. Nächste Naval Invasion, das ist auch wieder eine richtige Naval Invasion hier in Venedig. Afrika macht weiterhin Krawalle. Mit aller Macht versucht man hier in Europa Unruhe zu stiften, aber die Europäer pushen auch gegen. Also die haben jetzt hier auch wieder neue Region erobert, glaube ich, das richtig habe mit meiner kleinen Birne. Vielleicht geht dann doch irgendwann einfach mal Ressourcen, Manpower und Fabriken aus. Das sieht mir hier so aus, ob man das Gebiet verliert. Ob hier die Truppen getrennt werden könnten gleich. Weiß noch, umkämpft ist aktuell. Die Afrikaner tun hier wirklich ihr Bestes, irgendwie die Stellung zu halten. Und die Deutschen, wollte ich schon fast sagen, die Europäer zur Verzweiflung zu treiben. Hat geklappt, hat man hier geschafft. Ist getrennt. Venedig wird jetzt auch gleich wieder fallen wahrscheinlich, auch wenn hier nochmal Verstärkung unterwegs ist. Nee, doch nicht, nee. Man wollte, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wohin die gefahren wäre. Doch, die wollten nach Venedig, hat aber nicht geklappt. Und auch hier Triest und Co. machen nicht den Anschein, als ob das zu halten ist. Also da hat man meine Naval Invasion abgewehrt scheinbar. Auch das erste Mal, dass ich sehe, dass hier erfolgreich eine Naval Invasion abgewehrt wurde. Schau mal kurz aktuell an, North American European War, das ist der Bürgerkrieg. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen falsch. Müssen wir hierher schauen. 1,5 Millionen gegen, also die haben 446.000 Verluste erlitten durch die North American Republic und die hat 624.000 Verluste erlitten, also die Verluste da sind höher. Schauen wir in den Süden runter. Die haben nur 166.000 Verluste erlitten. Haben aber auch nur 265.000 zugefügt. Also da ist wirklich nichts passiert eigentlich in Südamerika. Nordamerika hingegen, da prügeln die sich richtig. Da geht's richtig zur Sache. Asiaten pushen jetzt doch verstärkt die Afrikaner zurück. Also die Afrikaner werden jetzt aktuell von den Asiaten hier gewaltsam zurückgeprügelt. Und auch Europa pusht jetzt die Afrikaner doch deutlich zurück. Also Europa hat sich hier echt gefestigt. Oder Afrika. Afrika ist jetzt vielleicht ins Hintertreffen geraten an irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber alle haben eigentlich gleich viel Forschungsslots. Ich alles ziemlich ausgeglichen. Hier hält man aktuell noch die Stellung. Aber da geht die Organisation jetzt einfach aus langfristig. Weil die Europäer halt von allen Seiten angreifen. Das ist nicht gut für die Organisation und für die Moral der Truppen. Und für die Flüsse natürlich auch nicht. Da fehlt nicht mehr viel. Jetzt war's das. Jetzt sind die da weg. Europa hat seine Gebiete zurückerobert und da sterben dann nochmal 9 afrikanische Divisionen. Ah, die spanischen Truppen hier unten, das sind die Helden Europas ein bisschen mit, ne? Das sind die Helden Europas. Aber jetzt wird Afrika ein bisschen aggressiver. Die merken jetzt langsam, okay, es wird jetzt langsam echt kritisch hier. Starten auch nochmal eine Offensive hier gegen europäische Truppen in Spanien. Also Afrika gibt nicht einfach so auf. Und hier das ewige Hin und Her, ne? Das kennen wir schon. Aber ihr seht das schon, hier ist das Versorgungsdepot und da oben kommt keine Versorgung mehr an bei den asiatischen Truppen.
Und, sehe ich das richtig? Ne, immer noch keine europäischen Truppen hier oben hingesendet. Ah, die North American Federation pusht gegen. Die waren besiegt eigentlich fast schon. Die hatten fast alle Gebiete verloren. Ein Großteil ihrer Truppen war hier oben eingekesselt. Aber Comeback Israel, meine Freunde. Die North American Federation schlägt hier mit aller Macht zurück. Gegen das North American Empire. Oh, beide Seiten auch weiter mit gleich hohen Anzahl an Truppen. Also das ist schon sehr spannend hier oben im Norden. Das ist spannend hier, muss ich wirklich sagen. Das ist ein schöner Bürgerkrieg. So mag ich sie, meine Bürgerkriege. Juicy and bloody. Bloody. Mal gucken, wie die Bürgerkriege in Asien, Europa und Afrika werden. Machen wir nächste Folge dann, bin ich mir sicher. Einfach um das Ganze noch mal ein bisschen spicier zu machen. Zu sehen, was passiert, wenn da noch andere Ideologien sich einmischen. Rein theoretisch könnte man ja nach einem faschistischen Bürgerkrieg auch noch einen neutralen Bürgerkrieg starten. Und dann könnte man rein theoretisch auch sogar noch einen kommunistischen starten. Wenn man das denn wirklich machen wollen würde. In der Theorie ist das möglich. Also Europa hat hier echt gut gegengepusht, aber jetzt kommt wieder die afrikanische Offensive und die europäischen Truppen hier unten halten zwar noch Stand, aber naja, Afrika macht jetzt wirklich ernst. Die haben einfach gar keinen Bock mehr auf die Europäer hier unten. Die machen jetzt hier gerade eiskalten Prozess. Während man selber allerdings halt hier in Saudi-Arabien weggepusht wird. Asiaten haben jetzt aktuell ein bisschen Truppenverschiebungen an der Front, wie wir sehen können. Und werden auch nochmal, also auch nicht alles Sonnenschein hier. Riad zu erobern wäre halt wichtig, weil das müsste auch ein Versorgungsdepot sein. Was ist hier los? Die Europäer greifen an oder werden angegriffen? Ne, werden angegriffen, aber die Afrikaner werden auch wieder zurückgeschlagen. Also es ist hier wirklich fette Action. Ich finde das schön, dass alle Seiten so viel Einsatzwillen auch zeigen. Das ist ganz toll. Ich glaube, Gesamtverluste kann man nur erahnen. Die sollten schon lange im mehrstelligen Millionenbereich sein. Und jetzt ist North American Empire wieder am zurückpushen gegen die Federation. Also jetzt gibt es hier eine große Offensive des North American Empire. Die haben sich schon mal einen Teil der Karte gesnackt hier. Oh, da sind Frontdurchbrüche an allen Ecken und Kanten. Nicht mit Impfdurchbrüchen zu verwechseln. Weil es ziemlich das gleiche ist. Impfdurchbrüche und Frontdurchbrüche sind ja ziemlich ähnlich. In beiden Fällen ist was durchbrochen worden. Hier unten hingegen sieht es ganz gut aus. Da hat man es jetzt geschafft, die Truppen des North American Empire einzukesseln. Und die wird man wahrscheinlich dann langfristig auch vernichten können. Da gibt es jetzt auch noch eine... es gibt noch eine Land-Connection hier. Da gibt es noch eine Land-Connection. Das heißt, die können sich rein theoretisch noch zurückziehen. Sehr spannend. Und auch hier im Süden hat sich das Ganze echt krass nochmal gefangen. Die South American Republic gegen das Imperial South America bleibt ein spannender Bürgerkrieg. North American Federation, ja. Die kämpfen weiter ums Überleben. Ach, schau mal, die haben hier oben sogar Inseln erobert. Gleich gehabt, weil die sich jetzt gerade zurückziehen. Das heißt, es werden sich die Europäer wieder zurückholen können. Und die Europäer werden gerade... Oh Gott, die verlieren die... Da marschieren jetzt die Afrikaner auf einmal in Frankreich ein. Jetzt haben die Europäer echt mit so einem Gewaltakt... Oh Gott. Da stehen 41 Divisionen mit 574 Infanterie, 164 Artillerie und 41 kompletten Support Divisions. Das sind in etwa... Mal kurz ein Template anschauen. Ein Template hat eine Manpower von 8300. Jetzt rechnest du 8300 mal 41, dann bist du so bei 320.000 Mann. Um die 320.000 Mann stehen da unten und werden ihr Leben bald aushauchen. Weil die total blöd sind, weil die könnten zumindest versuchen, sich nach Granada nochmal zu kämpfen und nach Malaga. Oder über Granada dann nach Almeria. Kurz gucken. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, so für mich selber. Für mein Gewissen. Ob das denn möglich wäre. Schau mal, die haben nicht mal einen General. Also was man jetzt hier rein theoretisch machen könnte. Er ist halt scheiße. Bräuchte es ja erstmal einen guten General. Müsste es einen guten General zuweisen?
Aber mich würde es mal interessieren. Also, würde das hier unten... Scheiße, wird doch super einfach funktionieren. Oder? Mal klar, behauptet man viel. Da müsste man jetzt kurz abwarten, wie sich das entwickelt. Weil die natürlich... Na, weil so einfach ist es da doch... Nee, es klappt tatsächlich nicht. Interessant. Die Afrikaner hier auch mit relativ hohen Truppenbewegungen haben natürlich dann sofort die Front verstärkt. Gut, Krabbe, wieder viel gelabert, nichts gewusst. Aber wie gesagt, wenn du einen anderen General hättest, die hier zu einer Division mit, also die in der Armee mit rein, die 21, dass die überhaupt erstmal Befehlshaber hin. Dann hier besseren Befehlshaber rein, dann überhaupt, wenn überhaupt, erstmal einen besseren Feldmarschall wahrscheinlich. Wobei der ist ganz okay. Hat aber keine Skills bekommen irgendwie. Und hat generell keine Skills verfügbar, I don't know. Wie schaut's hier aus? Das ist auch okay. Also man hat ja eigentlich ganz gut aufgestellt, aber... Naja, in erster Linie hätte man es gar nicht dazu kommen lassen dürfen. Das war das allererste. Das war der Hauptfehler. Aber okay, ist eure Sache. Europa ist eure Sache. Ich glaube trotzdem, dass man da unten rauskommen könnte. Mit besserer Armeezusammenstellung. Generellen ECT. Fog of War wieder ausgemacht, ich Ochse. Also ich denke, möglich ist es schon. Aber dafür ist es jetzt bei denen hier zu spät. Keine Versorgung mehr. Man hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen. Niemals in ein Gebiet ohne Hafen zurückdrängen lassen oder ohne Victory Points. Weil da hast du wirklich gar keine Versorgung. Die werden jetzt über Zeit einfach aushungern da drin. Aushungern und ausgerottet werden. Afrika auch hier. Mit der nächsten Air Invasion bei Bordeaux. Und auch die Asiaten erhöhen den Druck jetzt auf Europa. Der Druck auf Europa steigt. Afrika hält Stand. Afrika auch wirklich hier so ein bisschen der Matchwinner. So die größte Überraschung, die Afrikaner. Haben die geringste Manpower. Aktuell natürlich Asien mit Abstand die größte Manpower. Die Faschisten haben hier mehr Truppen im Süden. Aber hier haben die Demokraten die meisten Truppen. Die North American Federation pusht erfolgreich gegen und wird wahrscheinlich langfristig in diesem wunderschönen Flicker-Flacker-Spiel den Bürgerkrieg für sich entscheiden können. Aber man weiß es nicht, da ist noch alles offen. Das ist der amerikanische Bürgerkrieg, The Civil War, Version 1942. Finde ich toll. Und hier im Süden wird es scheinbar ein faschistischer Sieg langfristig. Denke ich fast schon. Als hier auch an der kompletten Front wirklich ein massives Eskalieren der Kämpfe. Verluste bei den Asiaten 7,2 Millionen zu 7,73. Das ist sehr ausgeglichen. In Europa 14,36 Millionen Verluste. Das ist das Problem, warum Europa fallen wird. Viel zu hohe Verluste. 4,95 zu 11. Das ist eine hervorragende KD. Und hier 889 zu 2,78. Das ist noch besser. Pazifische Empire behauptet sich hier weiterhin durch schiere Überlebenskraft und schieren Überlebenswillen. Die haben absolut keinen Bock zu sterben. Und das finde ich gut. Das ist löblich. Ich werde auch nicht wissen, wie viele Truppen hier schon insgesamt gestorben sind. Aber ich würde auch schon fast wetten, das sind Millionen gewesen. Auch hier an der Front jetzt große Offensive der Asiaten. Auf kompletter Linie greift man hier an. Wird sicherlich auch wieder die Verluste ein bisschen in die Höhe treiben. 7,33. 7,34. Ja, jetzt steigen die Verluste natürlich dann wieder. Und die Europäer, nicht die Europäer greifen aktuell an. Jetzt greifen die Europäer wieder an. Also das ist ja auch ein Hin und Her an der Front. Man sieht aber auch, die Europäer haben einfach die schlechteste Armeeorganisation. Ist einfach so. Die Armeeorganisation ist schrecklich. Kannst du eigentlich so fast nicht zeigen. Hier hat man es geschafft, den eingeschlossenen Truppen zu helfen in Bordeaux und die Front hier wieder zu retten und pusht jetzt weiter gegen Europa. Und der Bürgerkrieg hier im Norden geht wahrscheinlich dann doch für die North American Federation aus. Die Demokraten werden den Bürgerkrieg wahrscheinlich gewinnen, so wie es hier ausschaut. Im Süden hingegen ist auch die South American Republic erfolgreich am Pushen. Also auch hier die Demokraten jetzt auf einmal auf dem Vormarsch. In allen Fronten, in allen Bürgerkriegen die Demokraten auf dem Vormarsch. Das ist spannend. Freunde, das ist spannend. Und nächste Folge gibt es dann, wie bedroht
die Bürgerkriege in Asien, Afrika, Europa und im Pazifischen Empire nicht. Das Pazifische Empire ist so klein und schwach. Die Bevölkerung ist so voll mit dem aktuellen Kriegsverlauf. Eine solche positive Entwicklung in allen anderen drei Kontinenten negativ. Zum einen, die afrikanische Bevölkerung ist unzufrieden, dass man von Asien zurückgedrängt wird. Die asiatische Bevölkerung ist unzufrieden, dass man keinen Sieg erringt, keinen großen. Und die europäische Bevölkerung ist sowieso unzufrieden, weil man von allen auf die Schnauze bekommt. Deswegen gibt es da nächste Folge die Bürgerkriege. Um da auch nochmal die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen, haut rein. Ciao, ciao.